こんばんは。私はアヤニです。大きいエッガー。素晴らしい。三菱ホンダ、ナルト。田中ひとみ、大好き。Moin, ihr Lauser! Und herzlich willkommen bei Krachmucker TV. Ich bin Ernie und heute erzähle ich euch mal wieder ein. Japan, das Land, wo Tradition auf Moderne trifft. Ja, und da war ich ein halbes Jahr. 2010, Frühjahr bis Herbst. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her und ich muss auch echt gucken, dass ich das alles so richtig zusammenkriege. Und aber der ein oder andere fragt da halt so, Ernie, kannst du da nicht mal irgendwie ein paar Anekdoten raushauen? Mach ich heute. Ich fange an und erzähle euch von meinem Metal-Konzert, auf dem ich gewesen bin. Ich hatte mit Metal praktisch das gesamte halbe Jahr keinen Kontakt nach außen, aber irgendwie hatte es sich ergeben. Ich habe mir hier so ein kleines Heftchen fertig gemacht, mal. Das habe ich zum Glück schnell danach, dann mit kleinen Notizen so hier, ne? Und unter anderem ist hier dann auch das Death Metal Terror Volume 15. Der Headliner, das waren Defiled. Ich war in Hiroshima. Zum großen Teil. Defiled, die kennt ihr wahrscheinlich durch Season of Mist. Da waren sie unter Vertrag, sind es vielleicht immer noch, das weiß ich nicht. Die anderen Bands, Baked Bomb, Blind Hate, Neurotikos, die dürften etwas unbekannter sein. Ne? So, dann haben wir hier. Schau mal. Ja, Japan und Musik. Ne? Also, es hat den Exotenbonus. Ich habe noch nicht mal sonderlich viel Ahnung von japanischen Metal. Von J-Rock und J-Pop jetzt mal ganz zu schweigen. Aber selbst Leute, die jetzt tiefer in der Materie drinstecken, die werden bestätigen, da ticken die Uhren ein bisschen anders. Und ich hatte jetzt gerade so J-Rock und J-Pop angesprochen. Man muss ja halt auch sagen, der japanische Musikmarkt, das ist eine große Nummer so. Aber die Japaner hören eben auch gerne so einfach ihre eigene Musik. Und ich habe mir da mal so ein Heftchen da besorgt, da überhaupt mal ein bisschen Plan von zu haben. Was hier J-Rock. Ich meine, sowas wie X-Japan kennt man dann vielleicht noch vom Namen. Ne? So Diane Gray kommt einem auch immer mal wieder unter, Muck. Aber dann wird es auch irgendwo dünne. Das ist ein Genre, mit dem habe ich im Grunde genommen gar keine Berührungspunkte. Da habe ich auch gar keine Ahnung von. Da gibt es natürlich dann noch eine ganz andere Geschichte. So. Zum Beispiel hat das Bestial Desecration Magazin hier... Das hat ein kleines Sonderheft zu dieser Ausgabe rausgehauen. So. Und da werdet ihr jetzt natürlich hinten vom Stuhl fallen. So. Das sind diese ganzen japanischen Schockrock-Bands da der 80er. Diese, ja, wie haben sie sich genannt? Mein Kampf und Rommel und so weiter. Und das war natürlich, das ging um Schocken, das ging um Provozieren und das funktioniert natürlich auf dieser Ebene sehr gut. Ja, und wenn man dann so X-Japan nimmt, was sind da so die ganz großen Metal-Bands? Ja, eine davon, die habe ich letztes Jahr auf dem Keep It True gesehen. Anthem. Die sind zusammen mit Loudness, die jetzt dieses Jahr hätten spielen sollen auf dem Keep It True. Das sind die großen Heavy-Metal-Bands in Japan. Kennt man hier jetzt nicht unbedingt, wenn man nicht auch in diesem Heavy-Metal-Bereich so drinne ist. Und ja, diese Bands, die haben es halt auch nie so richtig über den großen Teich geschafft. Die spielen da vor ganz anderem Publikum. Und vergleichen kann man das ja auch mit Aria, auch letztes Jahr auf dem Keep It True gespielt. Die russischen Iron Maiden, die in ihrer Heimat in Stadien spielen. Und dann spielt sowas wie Anthem und Aria dann auf dem Keep It True vor so, ich sag mal, 1000 Leuten ungefähr, aber mit den ganz großen Gesten halten. Also du merkst, dass sie wirklich normalerweise die ganz großen Bühnen gewohnt sind. Gehen wir jetzt mehr so in den extremeren Metal, ich glaube, dann fallen euch doch auch schon wieder ein paar mehr Namen ein. Ne? Wisst ihr, so Krachmucker ist ja mehr so ins Bleckige immer orientiert und da hat man dann natürlich auch den ein oder anderen Zuschauer, der dort dann etwas bewanderter ist. Die großen Namen, Abigail, die sind ja auch häufiger mal hier. Oder Sai, dann haben wir natürlich Barbatos, Metal Lucifer, natürlich Galhammer, was ich immer wieder erwähne, Coffins und so weiter. In diesem Bereich, das ist auch eine starke Szene, auch gerade so dieser Grindcore oder dieser richtig bittere, so Bathtub-Shitters, das gibt es viel in Japan. Und das war auch so eine Sache, jetzt fragt ihr euch natürlich, wie bin ich überhaupt nach Japan gekommen? Also, naja, ich habe versucht zu studieren. Ihr hört das schon raus, ich habe es versucht. Wenn man halt 10 Semester braucht, um festzustellen, dass das ohne Hausarbeiten schreiben keine Erfolgsnummer wird, dann ist das so, ne? So,
Leben ist jetzt auch nicht immer so gerade ausgegangen. In dem Fall, das hat dann aber wirklich gar nicht geklappt. Hat mir aber beschert, ein halbes Jahr eben in einem Land zu leben, in das ich sonst nie gekommen wäre. So, also sonst jetzt auch durch einen ganz anderen Zugang, durch den universitären Zugang, man dort auch einfach nochmal andere Leute kennengelernt hat, als wenn man jetzt rein nur Tourist ist. Wichtig ist auch noch klarzustellen, was für eine Zeit das gewesen ist, 2010. Also ich habe da gerade Gehirn zwischen Wahn und Sinn, so meiner Band Fäulnis rausgehauen. Dann wurde Fäulnis tatsächlich zur Band. Wir sind die ersten Male aufgetreten. Ja, und bevor es richtig angefangen hat, war es eigentlich schon vorbei. Ich habe die Nummer auf Eis gelegt, gab schon Quälereien und so weiter. Und ich musste auch weg. So. Also es war eine Scheißzeit. Also es war wirklich nicht schön. Und das hat auch Japan stark für mich geprägt, dass ich da sehr, ja, ungefestigt gewesen bin zu der Zeit. Danach ist dann relativ zackig Snuff Hiroshima erschienen. Das ja auch ein bisschen so meine Zeit dort dann verarbeitet hat, beziehungsweise auch historisch ein wenig, so gerade jetzt Hiroshima ist da ja, da gibt's ja das ein oder andere zu erzählen, aber nicht an dieser Stelle. Ja, das ist das, hingekommen nach Japan, es war schwierig und dann bist du da. Ist ganz komisch zu, das ist eher witzig. Ich bin ja damals, das ist jetzt auch 8 Jahre her, zur bezaubernden Natascha gegangen nach Ostwestfalen. Und wenn ihr das so ein bisschen kennt hier, dann habt ihr so um euch herum so überall Berge. Und das gab's in Hiroshima halt auch. Du bist, egal wo du gewesen bist, immer so umringt von so einer Bergkette. So in einem etwas anderen Ausmaß. Japan ist ja nur zu einem sehr geringen Prozentsatz besiedelbar. Es ist sehr, sehr unglaublich viel Natur so, ne? Dadurch, dass natürlich dann auch die Grundstückpreise sehr hoch sind, da gehen die Gebäude dann auch eher in die Höhe. Man hat dort wenig Platz, man ist da so in seinem kleinen Studentenwohnheim. Ja, und stellt da plötzlich fest, so egal was jetzt ist, egal wie es dir geht, nach Hause kommst du nicht, bevor dein Flugticket im Herbst geht. Und dann war ich da. Tja, ich habe natürlich im Vorfeld versucht, ein paar Kontakte zu knüpfen, aber wie das immer so ist, du schreibst da so über Metal Archives oder holst über Metal Archives Bandnamen raus, die Kontakte, schreibst sie dann an und da ist dann irgendein Typ aus Hiroshima, der kriegt dann eine Mail von so einem Deutschen, der fragt, ob man sich mal treffen will. Das hatte so dann auch nicht wirklich funktioniert, außer eben ein einziges Mal. Da bin ich dann eben auch zu diesem Konzert gekommen. Ansonsten habe ich mit Metal dort einfach nicht viel Berührung gehabt. Wir waren in Bars und es kommt natürlich auch darauf an, wo du in Japan genau bist. Würde jetzt zum Beispiel Steffen von Cryptic Brood hier mitsitzen, die haben ja auf dem Asakusa Death Fest gespielt. Die werden mir ganz andere Stories erzählen als das, was ich hier erzähle. Auch andere, die in Japan gewesen sind. Mein Kollege, der zur gleichen Zeit sein Auslandssemester gemacht hat, der war in Osaka. Osaka ist ganz anders. Das ist so, dass die Arbeiterstadt, die hat ganz schwieriger Dialekt und der ganze Humor ist dort anders. Die ganzen Leute, also als wir dort auch waren, das hast du richtig gemerkt, ne? Und ich bin in der Provinz in Hiroshima gewesen. Da war nichts. Higashi Hiroshima. Ich musste dann immer mit der Bahn nach Hiroshima rein, um da überhaupt irgendwie noch mal ein bisschen was zu gucken. So, ne? Dann sind wir beim Memorial Museum gewesen. Die Atombombengeschichte natürlich, das ist ganz traurig gewesen. Ja, und wo waren wir sonst? Wir waren öfters in so einer, ich weiß das gar nicht mehr. Es ist natürlich auch alles immer sehr teuer gewesen. Ich bin ja auch nach Japan gekommen und wie war das? Der Euro ist abgestürzt oder der Yen? Auf jeden Fall, ich hatte ja gespart und ich hatte überhaupt kein Geld mehr. Ich musste 2 Jobs annehmen. Den einen an der Uni, da musste ich nur deutsche Sätze einsprechen und den anderen, wenn ihr was zum Lachen haben wollt, ich habe in einem Café gearbeitet und mein Job war es, mit den Kunden auf Englisch zu reden. Die bezahlen also Geld dafür, dass Europäer sich oder Amerikaner auf Englisch mit denen unterhalten. So, wenn ihr wisst, wie mein Englisch ist und dass ich auch eine ordentliche Plaudertasche bin, das gab gelegentlich mal ein bisschen Stress mit der Chefin, wenn da so ein schüchterner Japaner Geld bezahlt hat und einfach gar nicht zu Wort kam, weil Ernie da sein Sabbelwasser getrunken hat, ne? Aber dadurch hat man natürlich auch Leute kennengelernt. Aber nicht viel Geld, man konnte nicht viel machen. Kneipe war immer so eine Sache und wir hatten da so ein Ding, das war dann so eine Kneipe, da waren dann in erster Linie natürlich schon Ausländer und da sind dann Japaner hingegangen, weil sie auch spezifisch Ausländer kennenlernen wollten. So, ne? Das hat alles irgendwie immer ein bisschen was Nuttiges,
Aber das so ist das halt, ne? Weil der klassische Japaner, sage ich jetzt einfach mal so, also erstmal sprechen die sowieso dann nicht sonderlich gut Englisch und sind halt, glaube ich, wirklich eher so ein bisschen unter sich so, ne? Ja. Wie auch immer ich von diesem Konzert, dem Death Metal Terror, mitbekommen habe. Ich weiß es nicht mehr, aber es muss mir ja irgendjemand dann doch geantwortet haben, sonst wäre ich nicht drauf gekommen. Ich habe also eine E-Mail bekommen und die besagte dann, ja hier, pass auf, 21. September 2010, da ist in Hiroshima im Live-Café Border, na hier, so sieht das dann von innen aus, da ist das Konzert, so, und da sei dann. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, war natürlich auch total neugierig und das erste Mal, und das ja vor allen Dingen auch gegen Ende meiner Zeit überhaupt in Japan, da vielleicht doch mal ein paar Mettler zu treffen. Wir waren mal in so einem großen Kaufhaus, so vergleichbar mit Mediamarkt oder Saturn. Und das ist wiederum ganz spannend, denn wisst ihr, welche Bands dort richtig angesagt sind an den großen Heavy-Metal-Bands? Gut, Blind Guardian, das könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Aber wenn ich jetzt mal den Namen Schenker raushaue, dann kommt nicht auf die Idee und sagt die Scorpions. Die Scorpions sicherlich auch. Aber gerade die Michael Schenker Group, die scheint da irgendwie wesentlich angesagter zu sein. Zumindest, ich habe das auch damals über einen Prof so mitbekommen, der halt auch sagte, das wäre so seine Lieblingsband. Der hatte nicht von den Scorpions gesprochen, sondern von der Michael Schenker Group. Tja, Rudolf, ne? Und dann bist du da so. Ja. Stehe ich in der Innenstadt, es sieht ja sowieso, also Japan sieht irgendwie immer aus, ich war ja auch in Russland, da könnte ich auch nochmal was drüber erzählen, aber irgendwie als ob da in den 70er Jahren irgendwann mal was stehen geblieben ist. Ich glaube, das liegt daran, dass die ganzen Leitungen überirdisch sind und das Ganze dem immer so ein ja, Neo-Tokyo-Style gibt, also so wirklich so ein bisschen so dieses Gothic-Punkige oder wie auch immer und dann natürlich dieses Japanische, das ist natürlich in Tokio alles wesentlich extremer. Da war es etwas kleinstädterischer, aber es waren halt auch so die großen Hochhäuser. Und ich stand dann da vor so einem großen Hochhaus. Ich weiß es nicht wie, oder das war jetzt auch nicht ein mega Empire State Building oder so, aber auf jeden Fall musste man da rein und mit dem Fahrstuhl hinfahren. Und wenn man normalerweise gewohnt ist, dass du in die Clubs halt immer in den Keller musst, ne, wegen Lautstärke und so, ist das schon mal ungewohnt. Man muss jetzt auch nicht alles irgendwie übertreiben. Ne? Also ich habe auch in Deutschland schon in Clubs gespielt, die jetzt etwas gediegener waren und nicht unbedingt jetzt die Helvete Oberhausen Atmosphäre hatten. So, ne? Aber das war halt wirklich schon so, ich kam da rein, eine Bar mit einer Bühne. Das funktionierte wunderbar, dass da ein Konzert stattfindet, gar keine Frage. Naja, und ich sag mal, da hätten wahrscheinlich so 150 Leute reingepasst, höchstens. Und ich glaube, es waren vielleicht 70, 80 Leute da. Ein einziger Europäer. Wenn ich Europäer sage, dann meine ich generell alles, was nicht asiatisch ist. Können auch, in dem Fall war es dann auch ein Engländer, meine ich, ein Englischlehrer. Und der hatte mir dann auch immer mal ein bisschen helfen können, wenn dann doch von der Konversation da irgendwas nicht so richtig funktioniert hatte. Da konnte er dann mit übersetzen. Ansonsten bin ich an dem Abend eigentlich mit Englisch sehr gut klargekommen. Ja, ansonsten, es waren nur Japaner. Vielleicht auch Chinesen und Koreaner, das kann auch möglich sein. Und das Erstaunliche, das Erste, was ich so festgestellt habe, also erstmal, dass ich überhaupt plötzlich Langhaarige gesehen habe. Die meisten Langhaarigen waren aber die, die dort in der Band gespielt haben. Und jetzt nochmal nur als Hinweis, weil jetzt der eine oder andere da vielleicht auch ganz andere Erfahrungen gemacht hat selber oder das von anderen anders gehört hat. Wir sprechen hier wirklich von einer Provinz und natürlich, wenn du in Tokio bist, du hast einen ganz anderen Zugang. Ne? Wie mein Kollege in Osaka, der war halt in der Rock'n'Roll-Kneipe, hat da gleich Leute kennengelernt, der hatte da ganz anderen Style am Laufen, so, ne? Wenn man das mal so sagen kann. Nee, also die Leute, die dort tätowiert waren, und ich habe in Japan gibt es halt einfach nicht viele Tätowierte. Das ist immer noch so eine Sache. Also gerade auch, wenn du das, was sich dann natürlich die ganzen Deutschen als Modeaccessoire machen, so einmal diesen ganzen Arm in irgendeinem japanischen Ding da und hier den Koi-Karpfen und was weiß ich nicht alles, das triffst du in Japan nicht. Und das wäre in Japan jetzt auch vor allen Dingen besonders schwierig so. Die, die ich dort getroffen habe, die halt tätowiert waren, voll und auch lange Haare hatten, waren in den Bands drin. Also. Und mit denen habe ich mich natürlich auch unterhalten. Und man war in dem Fall ja auch wirklich mal, ja, man war selber der Exot. Also man kam rein und die Blicke richteten sich auf einen. So, das ist also,
Ja klar, also und dann waren natürlich auch irgendwie die Gespräche funktionierten dann natürlich auch sehr schnell, weil natürlich jeder neugierig war. Ich war neugierig und wollte Sachen wissen und die hatten natürlich auch Bock, sich zu unterhalten. Also ich erinnere mich da auch noch an eine sehr obskure Unterhaltung, die ich mit irgendjemandem über deutschen Black Metal geführt hatte. Also das ging dann auch irgendwann in eine ganz merkwürdige Richtung und das war das. Die anderen alle klassisch Japaner, genau. Und dann T-Shirts. Ich habe zwei Arten von T-Shirts auch wirklich nur gesehen. Entweder die Leute hatten so ganz mainstreamig, und wie gesagt, es war ein Defiled und der Rest, das war auch einfach, es ging um Brutal Death Metal, technischen Death Metal und so mehr so diese Richtung. Die hatten entweder die Zuschauer Mon Amarth, ganz bekannte, also wirklich richtig mainstreamige Bands an, wobei ich glaube sogar wirklich alle ein Metal-T-Shirt anhatten, oder T-Shirts nur von den Bands. Ich meine wirklich, und wie gesagt, Ausnahme natürlich wieder die Bands selber, hatten die Leute dort entweder nur die Band-Shirts an oder eben so ganz bekannte. Also das wirkt ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. So, ich weiß, ich hatte glaube ich ein, ich weiß gar nicht mehr, von der Hamburger Brutal Death Band, das hatte ich da, Infested-Shirt hatte ich an. Und dann saß man da und hat dann natürlich ein bisschen angefangen zu trinken. So. Und wie gesagt, ich hatte ja eingeleitet, war für mich sowieso eine etwas merkwürdige Zeit und zu der Zeit habe ich ordentlich getrunken. Ich war ein großer Fan der 03er Bierdosen. Ich glaube, selbst das allerbeste Bier, ich glaube, das Asahi dürfte das dann sein, so, das ist dann so, wie ich sag mal, ein durchschnittliches deutsches Bier. So. Also qualitativ so richtig geil ist das nicht, aber ich bin ein großer Freund des Dosenbieres und hatte dort auch einen Blog am Laufen, wo ich Bier getestet habe. Immer schön in den 033er Dosen. Und ich glaube, eins, das schmeckte wirklich wie aus der Sporttoilette das war ganz furchtbar. Auf der anderen Seite gab es auch noch ganz viele von diesen Cocktails, auch in diesen Dosen. Damit habe ich mich, als ich da war, war ja die Fußball-WM, da habe ich mich einen Abend mal so richtig mit lang gemacht und da war dann auch nicht mehr viel. Und genau, also man fing dann halt, genau, das Asahi-Bier hatte man dann auch immer getrunken, aber das kostete auch 5 Euro. 5, 6 Euro, glaube ich, pro, komme ich damit hin, ja. Und wenn man, wie gesagt, dann auch etwas verarmt dort ist, weil selbst die zwei Jobs dann nichts geholfen hat, ich glaube, mir war es aber egal. Die Gespräche waren toll und dann fingen die ersten Bands an zu spielen. Und jetzt kommen wir so, ich gucke mal gerade auf die Uhr, nach 18 Minuten zu dem, was euch dann wahrscheinlich eigentlich eher überhaupt nur interessiert. Es lief unglaublich gesittet ab. Also natürlich, ich mache hier diese kleine Schnackergeschichte einfach so ein bisschen drumherum und das ist ja auch irgendwie alles, hoffe ich, spannend. Das Wesentliche kommt jetzt. Es lief unglaublich gesittet ab. Ihr müsst euch das vorstellen, da ist auf der Bühne ganz konzentriert eine Band, die wirklich teilweise auch echt komplizierte Sachen spielt. Also gerade die Vorbands, das waren teilweise echt schon ordentlich technische Geschichten, aber es war halt einfach brutaler Metal. Und die Leute standen dort, also wirklich richtig so, ja. Und dann, als ob irgendjemand ein Kommando gegeben hat, ging dann plötzlich so eine Art Circle Pit los. Aber nicht so ein Circle Pit, wie man ihn dann irgendwie, keine Ahnung, auf dem Partisan dann kennt und hier aber Karacho, sondern so, die sind dann irgendwie so im Kreis gelaufen und bla. Und dann war aber auch wieder gut. Dann waren sie alle wieder still. Da ist jetzt keiner irgendwie groß angerempelt oder dass einer hingeflogen ist oder sowas. Sondern so, ja, das war schon mal das Merkwürdige. Und da komme ich dann wieder so von ab, weil da muss man natürlich auch mal darüber reden, warum man es studiert und natürlich das große Interesse. Ich habe halt irgendwann auch für mich festgestellt, da zu wohnen, das wird nicht funktionieren. Und das liegt auch einfach so, ja, das liegt an dem kulturellen Unterschied auch. Und also sicherlich, jetzt muss man auch sagen, zu der Zeit war ich ja sowieso dann auch noch etwas extrovertierter so. Und ich hatte da schon vorher einigermaßen Probleme. Natürlich, weil man sich auch relativ häufig einen angehauen hat. Ne? Aber da macht man sich halt auch nicht sonderlich beliebt durch eine zu arge Extrovertivität. Wenn man zu extrovertiv ist. In der Kneipe dann halt zu laut zu sprechen zum Beispiel. Und dort war das dann auch ähnlich so. Also das, was ich so, nehmen wir jetzt einfach mal wieder das Helvete, um dabei zu bleiben. Aber auch andere. Deutschland ist da ja auch sowieso von Club zu Club und von Bundesland zu Bundesland verschieden. Ist wirklich so. Da gibt es halt auch einfach kulturelle Unterschiede unter den Leuten, nicht? Aber das ist wirklich...
wirklich anders und die Feierkultur dort ist wesentlich kontrollierter. Natürlich habe ich auch andere kennengelernt. Ich habe auch gelegentlich dann mal hier und da ein paar Jugendliche, die haben sich dann mit dem billigen Sake da weggehauen so und die waren dann auch ein bisschen extrovertierter so. Aber im Großen und Ganzen, das ist wirklich, da sind sie wesentlich zugeknöpfter, sag ich mal. Wenn du wirklich Leute getroffen hast, die ein bisschen assiger drauf waren, dann waren das meistens Chinesen oder Koreaner. Ja, und dann, wie gesagt, eine Band hat gespielt und dann war wieder gut. Und dann hat man sich dann weiter unterhalten und lief angenehm Musik so. Und wie gesagt, war eine Bar, man hat weiter getrunken. Und ich habe natürlich versucht, so möglichst viel rauszukriegen und hier und da erzählt. Und dann habe ich mich mal ein bisschen mit den Jungs unterhalten. Wie ist denn das so mit langen Haaren und Tätowierung? Und die sagten ganz klar, ja gut, also kannst du machen, musst aber halt relativ häufig deinen Job wechseln. Das kannst du vermutlich hier nicht nachvollziehen, wenn du im Sommer durch die Innenstadt läufst und wirklich jeder ist tätowiert. Beim Rewe und Marktkauf ist die 50-jährige Kassiererin tätowiert und wenn sie dann nur den Namen von ihrem Sohn oder ihrer Tochter da irgendwie auf dem Unterarm drauf hat. Aber tätowiert zu sein in Deutschland, das ist ja schon fast irgendwas, das wird ja schon fast vorausgesetzt. Das ist dort komplett anders. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich in 10 Jahren jetzt verändert. Aber es gibt auch immer noch, oder es gab zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall Hotels, in denen hattest du keinen Zutritt, wenn du tätowiert warst. So, dass wir zum Beispiel in eins dieser, ja, Sarg-Hotels, das waren so diese ganz kleinen Geschichten, das wollten wir mal ausprobieren. Nee, hieß es so. Das ist natürlich dann einfach der Schutz so vor Yakuza wahrscheinlich, dass man dann einfach generell sagt, so, ne, einfach alle auszuschließen und jetzt nicht offiziell zu sagen, wir wollen jetzt hier nur keine Yakuza haben. Ob ich von den Leuten jemanden getroffen habe, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, irgendwann mal war das eine kleine Gruppe von halbstarken Anwärtern, an denen man mal vorbeigelaufen ist so, oder mit denen man sich kurz unterhalten hatte in einer Bar. Da meinte aber ein Kollege von mir auch, das sind Spinner und wohl eher nicht. Ja, und dann ging das weiter und nächsten Bands hatten gespielt und eigentlich long story short, nicht? Also das für mich, die Erfahrung war wirklich einfach die mal wirklich aus einer ganz anderen Kultur so ein Metal-Festival dort mitzuerleben. Ich war auf dem Campus, auf dem Konzert, so da haben auch, das wäre wie in Deutschland auf jedem Campus, die Leute mit Akustiklampe, hier ist was so ein bisschen Indie-Musik, so im universitären Bereich, da haben die auch alle Indie-Musik gehört oder sowas, ne? Also wenn du da so rausgegangen bist, dann kannten viele eigentlich nur noch Japan-Geschichten. Ja, Mensch, und dann kam das so, dann ging es so langsam dem Ende zu und dann wurde ich schon so gefragt, wie sieht denn das aus, was machst du denn so danach? Und ich meinte, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich habe gar nichts geplant, ich hätte jetzt gesagt, ich wäre nächsten Morgen mit dem ersten Zug wieder zurück nach Higashi Hiroshima gefahren und gut ist. Und ich meinte, ja, wir machen noch eine Aftershow-Party, hast du Bock mitzukommen? Und ja, klingt doch ganz gut, ne? So, und dann haben natürlich alle ganz ordentliche Sachen zusammengepackt und so und hier und so weiter und sind dann in eine Bar gegangen zur Aftershow-Party. Ich denke, jeder hat eine gewisse Vorstellung von Aftershow-Partys. Dass das Ganze aber so lief, dass dann jeder, glaube ich, 20 Euro, besonders viel war das gar nicht, zahlt und dann gab es ein All-You-Can-Eat und ein gemütliches Abendessen. Das war nicht unbedingt das, was ich gedacht hätte. Ich habe also fröhlich weitergetrunken, während ich dann auch, glaube ich, ich hatte auch gar nichts gegessen so und die wirklich ganz gediegen haben sich hier aus und das war so Buffet und so weiter. War total toll, aber natürlich waren wir weiter am Unterhalten und hier und ich habe über die ganze Begeisterung, dass ich mich überhaupt mit denen unterhalten konnte da und die Möglichkeit hatte, sowieso alles andere so um mich herum vergessen. Das war halt schön, ne? Ja, und dann wurde es immer später und irgendwann war es dann auch, glaube ich, 3 oder 4. Und dann, was machst du denn jetzt? Und meinte ich, ja, keine Ahnung, ich müsste dann so warten. Dann meinten sie, ja, komm, wir suchen dir ein Hotel. Und wollten wir gerade los. Dann meinte ich, ja, pass auf hier, nee, ist nicht so gut. Und Geld habe ich eigentlich nicht so viel jetzt für ein Hotel. Das ist mir, da erinnere ich mich noch an mein allererstes Hotel, was ich in Tokio nehmen musste, um die Nacht dort zu überbrücken. Da hatte ich 8.085 Yen, glaube ich, gezahlt. Das war Die Heimat hieß das. Ich finde den jetzt. Habe ich den jetzt hier? Weiß ich gar nicht. Das Einzige, was ich hier habe, ist das Programmheft. Das Programmheft für das Zimmer, was ich da hatte, mit den Schmuddelfilmchen. Aber da wird auch jeder, der ein bisschen Ahnung von japanischer Kultur hat, mit mir übereinstimmen. Wenn es um japanische Schmuddelfilme gibt, dann sind diese realen Geschichten und ich sag mal die klassischen Pornoabteilungen eher langweilig.
Also ich muss ja schon fast sagen, also ekelhaft und besorgniserregend wird das ja erst, wenn es um gemalte Geschichten geht. Ne? Also ihr wisst ja, dass der ein oder andere weiß das, dass im japanischen Porno sehr viel zensiert werden muss. Es dürfen halt so die primären Geschlechtsorgane nicht zu sehen sein. Und die Rechtsprechung in Japan sieht wohl so aus, solange es gemalt ist, ist es erlaubt. Und da könnt ihr ja mal so ein bisschen weiterdenken. Und wenn ich dann noch sage, so, also wie gesagt, die Manga-Abteilungen waren teilweise schon echt hart und auch für den Bereich, wo eigentlich auch Kinder Zugang haben. Ja, das war so, auch wenn du so durch die Städte gelaufen bist, teilweise doch echt immer etwas merkwürdig. Nee, ich wollte also kein Hotelzimmer haben. Und dann fragte der eine aus der einen Band, weil du kannst bei mir im Auto mitpennen. Ja, und dann sind wir zum Auto hin und dann hatten wir da noch mal ein bisschen weiter getratscht. Ich guckte dann so auf seine Hände und sah, hat er ein Hakenkreuz tätowiert. So, na gut. Ist jetzt wahrscheinlich auch erstmal nicht mehr so aufregend, weil sich der ein oder andere dann schon denken kann, was Sache ist. Ne? Aber wenn du das halt so als Deutscher dann erstmal siehst, das ist ja genau wie mit den, gut, die Mainz, so die japanischen Shockbands, von denen ich gesprochen habe, das war natürlich eine andere Richtung. Aber das Sonnenrad bzw. Swastika, das hat dort in dem, das hat natürlich einen ganz anderen Bezug. Und für ihn war das auch vollkommen natürlich. Also als ich ihn, das ist vielleicht dann das Spannende daran, als ich ihn darauf ansprach und erzählt hatte, was ich dachte, ist er gleich so, wow, wow, nein! Das sind gar nicht so wirklich schockiert gewesen. Ja, und dann bin ich eingeschlafen dort im Auto. Irgendwann morgens hat er mich zum Bahnhof gebracht. Ich bin wieder heimgefahren. Und so war das. Sollen wir da mal weiter erzählen? Japan? Noch irgendwie ein bisschen was anderes? Sagt mir Bescheid. Endlich aber mal wieder ein Krachmugger-Mittwoch. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann.